Wie lässt sich das Schicksal im Islam definieren? Erstmal Schicksal. Das Wort Schicksal an sich selbst könnte man nicht mit Al-Qadr vereinbaren. Schicksal ist etwas, was gezwungen ist, aufgezwungen ist, mit Zwang. Al-Qadr ist nicht Zwang bei uns. Man könnte sagen, ein Teil ist Schicksal. Aber wie definiert man Al-Qadr? Al-Qadr ist, dass Allah weiß, was war und was jetzt ist und was in Zukunft kommen würde. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zwei Themen hier. Oder es gibt zwei Ansätze. Bestimmte Themen, Sachen hat Allah uns aufgezwungen. Deshalb, er wird uns zur Rechenschaft nicht ziehen. Er wird uns am letzten Tag danach nicht fragen. Der Prophet sallam sagt, Allah schaut nicht eure Gesichter und eure Körper. Das wird eure Körper und Gesichter und Körperaufbau, wird Allah das nicht, er wird euch nicht zur Rechenschaft ziehen dafür. Und er wird euch danach nicht fragen. Aber Allah schaut eure Herzen und Taten, Handlungen. Deshalb, barakallahu fikum, für die Themen, die wir aufgezwungen sind, wird kein, sage ich jetzt, keine Rechenschaft verlangt. Aber für Themen, die du selber entschieden hast, dann ja. Und deine Entscheidung kennt Allah schon, aber der hat dich nicht gezwungen. Weil wenn Allah das nicht kennt und nicht weiß, dann ist er kein Gott. Wallahu ta'ala ala.